Heute packen wir diesen Koffer fürs Disneyland, obwohl ich gar nicht ins Disneyland fahre. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meinem Disneyland Kofferpacken Video. Es ist sozusagen so eine Art Vlog, deswegen sitze ich auch auf dem Boden, das ist ganz gechillt. Hab nur ein Spirit Jersey an, hab eigentlich eine Jogginghose an, bisschen Make-up im Gesicht, die Haare sind auch nicht wirklich gemacht. Also es ist eher so eine Casual Vlog mäßig, weil eigentlich wäre ich um die Zeit schon im Disneyland. Es ist heute Freitag, ich wäre heute Freitag früh, gegen 7 Uhr wäre ich eigentlich ins Disneyland gefahren. Das Pack-Koffer-Video wäre eigentlich dann gestern schon hochgeladen worden. Heute wollte ich euch ein Merchandise-Video drehen, was es aktuell so im Disneyland an Merchandise gibt. Ja, am Montag, als ich meine Outfits hier zusammengestellt habe, der ganze Boden ist total chaotisch, gab es noch keine Reisewarnung. Deswegen habe ich mir meine Outfits zusammengestellt, alles hier hingelegt, was ich mitnehmen wollte. Mein Koffer bereitgestellt, der steht ja auch gefühlt schon immer 2 Wochen vor dem Trip. In meinem Zimmer. Nee, so krass ist es nicht, aber so eine Woche vorher habe ich ihn schon gerne hier und schmeiße dann immer so gern alles rein und bereite mir so alles vor. Dann habe ich eine Umfrage auf Instagram gemacht, ob ihr das überhaupt noch dann sehen wollt, was ich geplant hatte mitzunehmen, und ihr wollt es alle sehen. Deswegen habe ich jetzt gesagt, okay, dann lädt das Video trotzdem hoch. Vor meinem letzten Disneyland Paris Trip haben mir einige geschrieben, ob ich nicht auch mal so ein Packvideo machen kann. Was ich alles mitnehme ins Disneyland, außer Klamotten, was ich noch so dabei habe, Snacks etc. Habe ich auch einige Fragen schon bekommen, was ich an Snacks alles mitnehme. Genau, und in diesem Video sozusagen packen wir meinen Koffer fürs Disneyland, obwohl ich gar nicht ins Disneyland fahre. Schon traurig, aber gut. Ja, das ist mein Koffer, das ist mein American Tourister. Ich habe eigentlich nur Disney American Tourister Koffer, also ich habe auch nochmal paraneutrale Koffer. Aber das ist mein mittelgroßer American Tourister Koffer. Der ist jetzt relativ neu. Den habe ich mir jetzt im Sale bei Zalando bestellt. Da gibt es auch einige andere Designs, wenn ihr da mal schauen wollt. Weil mein anderer mittlerer Koffer von American Tourister letztes Jahr beim Mallorca-Rückflug kaputt gegangen ist. Der ist unten geplatzt beim Flug. Und genau noch an der Rolle. Er funktioniert noch, er rollt noch, aber ich habe dann immer Angst, dass er irgendwann wirklich also komplett aufgeht und dann meine ganzen Sachen auf der Straße liegen oder so. Deswegen habe ich mir jetzt vor kurzem einen neuen mittleren gekauft und das ist jetzt hier der mit Mickey Mouse. Genau, die anderen in kleinen und noch einen größeren habe ich immer noch den roten von American Tourister. Genau, aber jetzt ist das ist mein neuer. Den mache ich jetzt mal auf und dann packen wir ihn mal zusammen. So, fangen wir mit meinem Outfit an, was ich heute eigentlich angezogen hätte. Ich wäre ja den ganzen Tag allein gewesen, deswegen wollte ich euch auch dieses Merchandise-Video drehen, weil ich dann ganz in Ruhe durch die Shops geschlendert wäre und euch im Prinzip zeigen könnte, was es alles gibt. Genau. Und abends wären dann Angie und Prina mit Casey und Holger gekommen. Dann wären wir was essen gegangen und dann wären wir morgen dann am Samstag zusammen in den Park gegangen. Mein Outfit für heute wäre ein Lion King Outfit gewesen. Und zwar ist, ich ziehe euch die Outfits auch gerne nochmal an, zeigt euch hier den Try-On, wie die dann angezogen aussehen. So mache ich das dann danach für euch. Ziehe ich die nochmal alle an, damit es noch trauriger ist, dass ich nicht gefahren bin. Ich bin schon, ja, also ich bin schon traurig, weil es wäre ein schöner Ausflug gewesen. Wir hatten viel vor. Jetzt ist ja September geplant, aber zurzeit mit den steigenden Zahlen in Frankreich sehe ich da leider auch etwas schwarz. Ich hoffe, dass wir zur Halloween-Zeit hin können, aber wenn sich das nicht bessert, weil es wird ja auch kühler, der Herbst, der Winter kommt und man weiß ja, Viren vermehren sich irgendwie noch mehr im Herbst und Winter. Deswegen, wir müssen weiter hoffen, aber meine Hoffnung, also ich bin immer sehr, sehr zuversichtlich und guter Dinge, aber ob wir im September oder im Oktober fahren, steht noch in den Sternen. So, mein Outfit wäre gewesen ein schwarzer Rock. Den habe ich übrigens von Shein. Die haben echt super, super schöne Röcke. Genau, das wäre mein Rock gewesen. Ich trage übrigens immer Strumpfhosen von Calzedonia. Ich liebe die Strumpfhosen von Calzedonia. Einmal beim letzten Trip habe ich ein bisschen die falsche Farbe gewählt. Bei einem Tag. Da sehe ich aus, als hätte ich Plastikbeine, meinte Daniel.
Oder als hätte ich sie ganz komisch bearbeitet, obwohl ich meine Beine nie bearbeite. Also ich habe mal den Nudo-Ton von Calzedonia. Das ist jetzt hier Extremely Matte 20, ultra matt. Ich mag nicht, wenn die Strumpfhosen so glänzen. Und wenn sie dann matt sind, dann sehen sie auch wirklich sehr, sehr natürlich aus. Also falls jemand interessiert, ich benutze immer Strumpfhosen von Calzedonia. Dann halt der Rock mit, das habe ich mir jetzt letzte Woche gekauft, wo ich einen Tag im Disneyland war. Das wollte ich nämlich eigentlich letztes Jahr schon haben. Nur dann war es ausverkauft. Das seht ihr dann auch nochmal in meinem Haul. War dieses oder ist dieses Simba-T-Shirt, was man unten so knoten kann. Das habe ich mir jetzt letzte Woche an einem Tag mitgenommen. Das wollte ich dann zu dem Rock anziehen. Und drüber, weil ich ja sehr früh morgens gefahren wäre und das Wetter jetzt aktuell nicht so toll ist. Es ist auch eher gefühlt wie Herbst. Wollte ich da drüber diesen König der Löwen Spirit Jersey ziehen, den ich mir letztes Jahr im Shop bei Shop Disney gekauft habe. Und ich hatte den noch nie an. Also für ein Haul, glaube ich mal, oder so, oder für ein Video. Aber im Disneyland hatte ich den noch nie an. Genau, das ist wer, den hätte ich sehr, sehr gerne drüber gezogen. Dann wäre, und dann halt dazu die Simba-Öhrchen, die Bauchtasche dazu. Die habe ich vom Primark letztes Jahr gekauft. Die war im Sale für 4 Euro. Und dazu hätte ich hier diese Sneaker angezogen. Schwarze Sneaker mit weiß-goldenen Mickey-Köpfen drauf. Die hätte ich auch noch nie an. Hier ist noch der Preis drin. genau, die hätte ich dazu kombiniert. Die sehen aus wie Converse Sneaker, aber die waren letztes Jahr, dieses hier sogar, die habe ich ja in weiß und in schwarz mir gekauft, bei Zalando für, glaube ich, 27 Euro oder so. Also richtiger Schnapper gewesen, genau, und die hätte ich dazu kombiniert und dazu mein erstes Outfit gewesen. Kann ich euch gerade zeigen, was ich so in meiner Bauchtasche habe. Ich habe eigentlich immer eine Bürste dabei mit einem integrierten Spiegel. Ist jetzt vorne Elsa drauf. Dann habe ich immer eine, immer meine Jahreskarte dabei mit Fotopass. Und dann habe ich immer hier so ein paar Bonbons zum Snacken zwischendurch. Dann habe ich hier meine Handys noch drin und mein Ladekabel, mein Portemonnaie, also so ein kleines kleiner Geldbeutel. Ich nehme mal so einen separaten Geldbeutel mit, so einen ganz kleinen, der auch immer gut in Bauchtaschen passt. Weil ich habe immer gerne meine Wertsachen, entweder in der Bauchtasche oder in der Umhängetasche. Das wisst ihr aber, wenn ihr meine fleißigen Zuschauer seid. Genau, die packe ich dann immer gerne da, wo ich sie alle beisammen habe und im Körpernähe. Und im Rucksack ist dann halt nur sowas, was zum Essen, Trinken, Wechseloutfit, Kamera-Equipment. Die Kamera habe ich meistens, das wollte ich euch gleich auch noch zeigen, was ich immer dabei habe. Also ich trage eigentlich zu 95% immer noch zusätzlich so eine kleine Tasche bei mir. Also ich habe einen Rucksack, eine Umhänge- oder Bauchtasche und dann noch so eine Tasche, die ich dann immer in der Hand trage. Weil ich gerne was zu trinken und meine Kamera immer gerne griffbereit habe. Also ich schmeiße sie dann immer da rein und dann habe ich sie wieder schnell griffbereit, bevor ich sie jetzt irgendwo in einem Rucksack dann suchen müsste oder die ganze Zeit in der Hand halten müsste. Habe ich gerne hier was zu trinken halt griffbereit, eine Ersatzmaske zur Zeit und achso, ich habe euch gar nicht meine Maske gezeigt, die ich zu dem Outfit tragen wollte. Aber das wäre die Simba-Maske, die ich mir... Ich hole euch gleich die Simba-Maske. Genau. Und dann habe ich immer noch zusätzlich so eine Tasche dabei, für griffbereit. Natürlich kommt dann meine Kamera noch mit, die jetzt gerade davor steht. Und jetzt hole ich euch noch die Simba-Maske. Einen Moment. So, da bin ich wieder. Genau. Die Maske hätte ich dazu kombiniert. Die habe ich ja selbst genäht. Ich habe dieser Vorteil, wenn man selbst nähen kann und so Stoffmasken nähen kann, kann man die sich eigentlich zu jedem Outfit perfekt selbst nähen. Meine Masken sind auch wendebar. Wendemasken sozusagen. Also man könnte sie auch von der Seite tragen, wenn man sie natürlich gewaschen hat vorher. Oder halt von der Seite. Genau, das wäre meine passende Maske zu dem Outfit. Ich habe bei den anderen Outfits habe ich eigentlich die passenden Masken dazugelegt. Kommen wir zum Outfit Nummer 2 für Samstag. Da habe ich sogar zwei Outfits mir zurechtgelegt. Jetzt muss ich mal schauen, dass ich hier nicht durcheinander komme. Genau, ich... sorry für das Geräusch im Hintergrund. Genau, ich nehme manchmal sehr oft noch ein zweites Outfit mit zum Wechseln, wo ich mich dann an dem Park umziehe und dann halt noch mehr
also ein zweites Outfit habe für Fotos. Aber das generelle Thema wäre gewesen Mickey Mouse am Samstag. Und das erste Outfit wäre gewesen... Jetzt würde mein Freund wieder das Kotzen kriegen, weil er hasst dieses Teil. Er meinte, das ist das Hässlichste, was du im Kleiderschrank hast, ist dieses Ding. Das hatte ich einmal in unserem Türkei-Urlaub dabei, für Fotos halt zu machen. Und er so, was ist das denn für ein hässliches Ding? Ja, es ist einmal dieses Latzkleid mit Mickey Mouse vorne drauf. Ich liebe es und ich werde es auch weiter tragen. Ich werde es auch nicht aus meinem Kleiderschrank rausschmeißen. Aber er hasst es. Aber ich hätte das angezogen. Dann dazu hätte ich angezogen. Darunter ist dieses gestreifte Mickey Top, hätte ich dazu angezogen. Ist immer super, super weich, so dreiviertelarm. Weil es soll ja, ich hätte ja nicht so warm sein sollen dieses Wochenende. Dann, jetzt muss ich mal schauen. Ich glaube, die Ohren werden gleich geblieben für beide Outfits. Die Velvet Mickey Mouse Ohren, schwarz, das ist so ein Samtstoff. Von Ears Ever After. Und dazu hätte ich angezogen die Strümpfe. Die habe ich auch, glaube ich, mal von Calzedonia gekauft. Da ist so ein Mickey. Das ist so ein Mickey, ganz viele Mickey-Köpfe drauf. Die sitzt ja beim Try-On. Also das wäre Outfit Nummer 1 gewesen mit dieser Handtasche. Das ist eine Umhängetasche, die habe ich mir bei Shop Disney gekauft. Da passt auch unglaublich viel rein. Und ich finde, auf Fotos sieht das cool aus mit dieser Sprechblase. Und als Jacke über beide Outfits, man weiß ja nie, morgens kann es jetzt echt kalt werden, hätte ich diese Bomberjacke mitgenommen von Shop Disney. Die habe ich mir auch mal gekauft, die war im Sale. Genau. Original Musketeer steht da hinten drauf und dann ist vorne halt so. Die ist sehr, sehr groß geschnitten, aber so zum Drüberziehen, für Fotos hätte ich sie wahrscheinlich ausgezogen. Aber zum Drüberziehen kann man die nehmen. Oh, jetzt habe ich hier noch ein Spirit-Jersey liegen. Es kann auch sein, dass ich... Ich weiß gar nicht, wie ich das machen wollte. Oder ich hätte mich morgens entschieden, ob ich jetzt den Spirit Jersey drüber ziehe, über das Outfit oder halt die Bomberjacke. Aber ich zeige es euch jetzt trotzdem. Genau, und als Maske hätte ich übrigens bei dem Outfit die hier angezogen, weil das so eine Art Mickey Bound dann wäre. Die ist von Shop Disney. Übrigens Größe M. Ich zeige euch aber nochmal in meinem Haul, in meinem August-Haul. Werde ich euch die auch nochmal genauer vorstellen, die ich mir bestellt habe. Und jetzt muss ich den Spirit Jersey mal umdrehen. Den hatte ich nämlich, glaube ich, im Park auch noch nie an. Genau, also den Spirit Jersey wollte ich noch einpacken. Mit Mickey Mouse vorne drauf. Und hinten steht auch noch Mickey Mouse. In den bekannten Farben. Und als zweites Outfit habe ich mir zurechtgelegt, ist einmal dieses Top von Zara. Ich muss sagen, ich finde das echt cool. Es ist kurz geschnitten, aber wenn man dazu einen hohen Rock anzieht oder eine Hose, wie jetzt in meinem Fall, muss ich sagen, sieht das echt sehr, sehr gut aus. Ich finde, das hat auch sowas stylisch, so ein bisschen classy, stylisch. Ich muss sagen, ich bin sehr verliebt in das Oberteil. Ich war erst skeptisch mit diesem, was auch immer hier runterhängt, aber ich bin sehr begeistert. Und dazu hätte ich einfach diese High-Waist-Hose hier kombiniert. Aber eine schwarze Culotte nennt man die ja. Die ist hochgeschnitten. Und da hätte ich jetzt auch keinen Bauch frei tragen können. Man könnte jetzt auch noch einen Gürtel draufziehen. Habe ich jetzt aber, glaube ich, nicht ausgewählt. Genau, und darüber hätte man auch gut den Spirit Jersey anziehen können. Ja. Und dazu hätte ich die Maske hier angezogen. Ist auch von Shop Disney. Mit Mickeys drauf. Und als Schuhe zu beiden Outfits. Schuhe nehme ich meistens nicht mit zum Wechseln. Hätte ich hier die angezogen. Die habe ich mal in Portugal gekauft. Vor 2 Jahren, glaube ich, war das. Hier sind überall Mickey-Köpfe drauf. Ich habe aber so viele Mickey-Schuhe, also ich hätte auch andere auswählen können, aber ich fand die jetzt, die hatte ich länger nicht mehr an. Genau, das wären 2 Outfits für Samstag gewesen. Und dann zeige ich euch gleich noch, für Sonntag hatte ich auch 2 Outfits geplant. Aber ich war mir noch unsicher, welches ich angezogen hätte. Es hätte vom Wetter abgehängt. Es wäre vom Wetter abhängig gewesen. Ja, also ich war noch sehr unsicher bei den Outfits, ob ich beide mitgenommen hätte oder ob ich mich nur, also gar nicht umgezogen hätte, nur 1 mitgenommen hätte. Aber bevor ich euch die zeige, zeige ich euch mal, was ich sonst noch so dabei habe. Wahrscheinlich fällt mir gleich auch einiges ein. Ich hätte den neuen Star Wars Schlüssel mitgenommen für Fotos.
Genau, den hätte ich gerne. Den hatte ich zwar letzte Woche schon dabei, aber wir sind dann nie bei dem Buzz Lightyear in Toy Story Land vorbeigelaufen. Deswegen wollte ich ihn jetzt diese Woche mitnehmen. Jetzt muss er noch warten, bis er fotografiert werden kann. Dann habe ich auch immer eine Sonnenbrille dabei, wenn die Sonne scheinen soll. Ich trage ja im Park immer Kontaktlinsen, weil ich halt gerne Sonnenbrillen trage. Und ich finde irgendwie, ich weiß nicht, in Disneyland habe ich nie eine Brille. Also nicht die Brille an, ich weiß auch nicht. Ich mag halt Kontaktlinsen da. Auch im Winter halt, wenn ich eine Mütze trage, ist es angenehmer ohne Brille als mit Brille, weil dann drückt das immer so gegen die Schläfen hier. Und das mag ich nicht. Genau, ich hätte jetzt die Brille mitgenommen. Finde ich eigentlich ganz cool. Und ich weiß nicht, ob es jetzt hätte regnen sollen, sonst müsste ich noch einen Regenschirm einpacken. Aber was ich auch mal dabei habe, ist hier so ein Mülltütenponcho, nenne ich die immer. Die habe ich jetzt aus dem Action. Ich glaube, die haben 70 Cent gekostet. Ist halt gefühlt wie so ein Müllbeutel, den man sich drüber zieht. Aber wirklich, falls es plötzlich in Strömen regnen soll, also den packe ich jetzt nicht aus, wenn es ein bisschen nieselt. Aber wenn es auf einmal in Strömen regnet, ich habe heute einen Sprachfehler, hallo. In Strömen regnen sollte, habe ich den immer eingepackt und dann kann man sich den drüber ziehen. Ja, dann zeige ich euch was in meinem. Ich habe immer so einen riesen. Da ist nicht Schminke drin, das ist alles nur drin so zum Waschen und so. Da zeige ich euch jetzt auch was da drin ist. Das ist natürlich jetzt nicht aufgeräumt. Hätte ich gemacht, wenn ich gefahren wäre, da hätte ich das ordentlich eingepackt. Genau, eben erwähnt, einmal Kontaktlinsen. Ich trage Tageskontaktlinsen, weil Monatskontaktlinsen sich bei mir nicht lohnen würden. Ich trage so vielleicht im Monat an 5, 6 Tagen Kontaktlinsen. Und deswegen habe ich mir dann irgendwann Tageslinsen zugelegt. Die kann ich dann direkt wegschmeißen. Und ja, für mich praktischer, weil ich, wie gesagt, nicht jeden Tag Kontaktlinsen trage. Dann, was haben wir noch hier drin? Eine Bodylotion. Ich finde, wenn man keine Strumpfhose trägt, wenn es wirklich warm ist und man Bodylotion auf die Beine aufträgt, sehen die etwas schöner und gepflegter aus. Und manchmal, wenn ich irgendwie Zeit habe oder Lust habe, nach dem Duschen abends, dann sitzt sie nämlich einzucremen. Deswegen habe ich auch immer eine Bodylotion dabei. Dann Spülung und Shampoo. Ich benutze immer das L'Vital Dream Length Shampoo. Unbezahlte Werbung. Aber es haben schon einige es benutzt und danach auch gekauft, weil sie wirklich von den beiden Produkten, Spülung und Shampoo, echt überzeugt sind. Und ich mag die auch ganz, ganz gerne. Dann habe ich ein Deo dabei von Nivea Original Care. Das durfte ich ja testen von Nivea. Und ich bin wirklich begeistert. Das riecht ein bisschen wie Dove Deo. Und ja. Richtig, richtig gut. Dann habe ich eine Fußcreme dabei, weil ich zu sehr rauen und trockenen Füßen tendiere. Ihr erfahrt jetzt hier Sachen von mir. Das hättet ihr vorhin nie gedacht. Genau, also einmal eine Fußcreme. Dann eine Zahnbürste. Auch ganz wichtig. Was haben wir hier? Ein Gesichtsreiniger von Rituals, die ist eigentlich für Männer, aber ich muss sagen, es ist so ein Schaum und die Größe ist super und ich habe jetzt nichts gegen Männerduft. Dann habe ich ein Haaröl dabei, das mache ich eigentlich immer drauf, nachdem ich meine Haare gewaschen habe, bevor ich sie trockne. Das hier ist jetzt von Oro Fluido, habe ich bei Amazon gekauft mit Arganöl. Es gibt aber mittlerweile auch eins von, das habe ich aber jetzt nicht hier drin, das benutze ich sonst im Alltag von DM. Das habe ich aber auch mal meiner Story gezeigt und ich glaube, Jessie hat das jetzt auch gekauft und benutzt es auch. Ich will das jetzt mal leer machen und dann werde ich wahrscheinlich weiter die kleinen von DM benutzen, weil die auch kleiner, also die sind halt so kleine Ampullen. Ist halt praktischer als so eine große Ölflasche. Und die ist mir schon öfter, wenn ich die nicht richtig zugedreht habe, schon ausgelaufen ein bisschen. Ist nicht extrem, aber es geht. Dann ein Tangle-Teaser. Beste Bürste für trockene, nicht trockene, für nasse Haare. Für trockene, also nach dem Föhn, benutze ich nur ganz normale Haarbürste zum Durchbürsten. Aber wenn man nasse Haare durchbürsten will, immer Tangle-Teaser. Ich glaube, ohne könnte ich gar nicht mehr leben. Dann habe ich hier irgendwie nochmal ein Deo von Rituals, ein kleines, warum auch immer. Dann Ohrstöpsel. Man weiß nie, mit wem man unterwegs ist. Nein, natürlich weiß man, mit wem man unterwegs ist, aber es kann sein, dass im Nachbarzimmer irgendwie Kinder laut schreien oder draußen irgendwie eine Party stattfindet. Ich habe alles schon erlebt, deswegen immer Ohrstöpsel dabei. Man weiß nie.
ob man sie braucht oder nicht. Dann habe ich hier eine Tagescreme dabei von Balea Vitamin C mit Lichtschutzfaktor 15. Im Sommer ist Lichtschutzfaktor immer ganz praktisch. Jetzt habe ich hier noch eine Creme. Ich weiß nicht, warum ich zwei Cremes da drin habe. Von ich kann kein Französisch, L'Occitane, irgendwie so. Genau, Lichtschutzfaktor 20, auch so eine Tagescreme, ich muss mal eine verbrauchen. Dann habe ich hier noch ein Duschgel drin aus dem Disney Hotels, die muss ich auch mal verbrauchen. Zahnpasta, ist jetzt nicht so spannend, jetzt hier habe ich noch eine Augencreme, die ich benutze. Nochmal Zahnpasta. Und eine Nagelfeile. Ah, eine Maske habe ich hier noch drin, genau. Hier habe ich noch eine Hälfte Melonenmaske von Balea. Die andere Hälfte hatte ich wirklich... Ah, ne, die habe ich in Zürich benutzt, als ich in Zürich war. Genau, jetzt habe ich... Ich nehme das ja, egal wo ich hinfahre, nehme ich das im Prinzip einfach nur so aus meiner Reiseecke. Und dann muss ich es nicht immer neu packen. Nur wenn halt was leer ist, dann ersetze ich es. Aber das ist immer so mein Travel-Kit, egal wo ich hinfahre. Außer ich fliege jetzt nur mit Handgepäck, dann ist es unmöglich. Aber genau, das war jetzt mein Kosmetikbeutel. Dann, was ich immer noch zusätzlich ins Hotelzimmer mitnehme, natürlich ein Pyjama oder einen Schlafanzug. Ja, den hätte ich jetzt mitgenommen. Ist jetzt nicht so spannend, den zu sehen. Dann, was ich auch immer mitnehme, ist ein Kissen zum Schlafen fürs Bett. Ich bin nicht so, also ich kann auf diesen Hotelkissen irgendwie nicht schlafen. Den habe ich jetzt noch einen Bezug drauf gemacht. Und deswegen nehme ich mir auch immer ein Kissen mit, auch für die lange Autofahrt habe ich gerne ein Kissen im Rücken. Dann wird mein Rücken nicht so schnell wehtut für die 4,5-5 Stunden, deswegen nehme ich immer ein Kissen mit. Ja, ich nehme meinen halben Hausstand immer mit. Und was auch immer mit dabei sein muss, ist diese Minimaus. Die habe ich mir vor einigen Jahren auf Mallorca gekauft im Disney Store. Und seitdem begleitet sie mich auf Reisen. Ich hatte vorher eine andere Minimaus, eine Zum-Zum, so eine runde... Und ich schlafe mit der. Also ich kann nicht ohne Kuscheltier schlafen. Einige von euch wissen das schon. Geht nicht. Ich brauche immer noch, auch mit 28 brauche ich noch ein Kuscheltier zum Schlafen. Und ja, deswegen ist die auch immer mit dabei. Egal wo ich hinfahre, die kann man auch gut zusammenknautschen. Die ist nicht so dick. Bei dem Zum-Zum war es ein bisschen schwieriger, aber die ist echt praktisch. Und genau, die hat schon einiges gesehen und einiges erlebt. Dann natürlich ein Rucksack, wie ich eben erwähnt habe. Ich habe immer einen Rucksack an, eine Bauchtasche, Umhängetasche und dann diese zusätzliche Tasche. In dem Fall hätte ich jetzt den Rucksack mitgenommen. Da passt echt viel rein, ist bequem und finde ich ganz hübsch gemacht. Und da ist immer mein Ohrenhalter dran, damit ich habe ja meistens noch ein zweites Paar Ohren dabei oder ein paar Ohren für Fotos. Genau, also der Rucksack, hier vorne sind noch ein paar Sachen drin, ich weiß gar nicht. Ich habe mal ein Rucksack-Video gemacht, was ich so dabei habe. Ich habe hier noch meinen Button drin, ich habe hier noch Brinas Button drin. Die fallen nämlich immer runter, wenn man die in den Rucksack macht, ich weiß auch nicht wieso. Taschentücher, Parfüm habe ich hier noch drin, Sonnencreme, Handcreme. Obwohl das, finde ich, das Desinfektionsmittel im Disneyland echt super ist, was... die Trockenheit der Hände angeht. Also ich finde, die Hände werden gar nicht so schnell trocken von diesem Desinfektionsmittel im Disneyland. Das ist echt qualitativ hochwertig. Was hatte ich mir jetzt noch hier zurechtgelegt für den Rucksack? Oh. Blasenpflaster, weil die hatte ich letztes Mal. Ich hatte letzte Woche einen anderen Rucksack dabei, das wollte ich jetzt wieder reintun. Dann hier so Nasenspray, aber in so Ampullen, die man so einmal benutzen kann, weil ich festgestellt habe, wenn ich die Maske trage über eine längere Zeit, läuft meine Nase ständig und verstopft. Und deswegen habe ich jetzt dieses Nasenspray mit der Michaela damals mitgebracht. Und das finde ich ganz hilfreich, dann, dass man sich zwischendurch was in die Nase sprüht oder tut. Was habe ich noch hier? Make-up-Puder habe ich immer mit dabei. Dann den passenden Pinsel. Das ist halt so ein Reisepinsel, den man dann immer so ausfahren kann. Den kann man gut mitnehmen. Ein Deo und nochmal eine Handcreme. Und dann hätte ich noch mein Kamera-Equipment. Also da habe ich hier so Speicherkarten drin, Akku, Linsenreiniger, ja, alles was man so braucht fürs Filmen. Das hätte ich jetzt noch mitgenommen, das wäre noch in den Rucksack gekommen. Dann habe ich mir noch hier hingelegt Sonnencreme, aber ich glaube, die hätte ich jetzt dieses Wochenende nicht gebraucht.
Und nochmal Einwegmasken. Ich habe jetzt die bei AliExpress gekauft. Das sind so Disney-Einwegmasken. Die sehen klein aus. Die sind eigentlich für Kinder. Aber ich kann es euch mal demonstrieren. Die passen auch einem Erwachsenen. Genau. Also ich habe dann immer noch Einwegmasken dabei, weil wenn es wirklich warm ist, sind die angenehmer zu tragen als die Stoffmasken. Die Stoffmasken ziehe ich dann meistens für die Bilder an. Nochmal eine Packung Taschentücher. Und was ich auch mal dabei habe, ist eine Einkaufstasche. Weil wenn man da was kauft und man hat keine Tasche dabei, dann kauft man eine Tasche. Und wenn man das jedes Mal hat, wenn man was kauft, also an verschiedenen Tagen, weil wenn man eine kauft, hat man die ja über den Tag über, hat man am Ende nach einigen Trips so viele Taschen zu Hause, dass man gar nicht weiß, was man damit anfangen soll. Deswegen habe ich mir angewöhnt immer, ja, das ist jetzt eine Riesentasche, aber so eine mittlere habe ich eigentlich immer dabei, im Rucksack oder halt eine andere Tasche, dann nehme ich immer noch eine Einkaufstasche mit, weil ja, ich habe keine Lust am Ende des Jahres irgendwie mit 5 Millionen Disney-Einkaufstaschen hier zu Hause zu sein, obwohl die echt praktisch sind, so für Pfand und so. Aber ja, so, was ich, genau, ich wollte euch noch zeigen, weil viele mich immer fragen, welche Wimpern ich mir immer aufklebe. Ja, im Disneyland klebe ich mir auch immer Wimpern auf, wenn es euch noch nicht aufgefallen ist. Das mache ich zu Hause, also hier privat eigentlich nie. Fast nie, außer wirklich zu besonderen Anlässen, aber im Disneyland irgendwie immer. Finde ich für Bilder schöner. Und zwar benutze ich oder kaufe ich mir immer die Red Cherry Eyelashes bei Amazon. Ich habe jetzt hier das Modell Trace, aber das Modell Harley ist auch super, super schön und die sind etwas dezenter. Also die Trace sind jetzt sehr groß. Die Harley sind etwas dezenter und nicht so auffällig. Und dazu habe ich mir auch bei Amazon gekauft diesen Duo-Kleber, das ist der grüne. Der ist super. Da ist auch kein Kleber dabei, wenn ihr diese Eyelashes kauft. Aber ich muss sagen, dieser Kleber, der auch dabei ist in diesem Typchen, damit komme ich gar nicht klar. Hier der, das ist wirklich ein ganz, ganz dünner Pinsel. So sieht man es. Und das braucht ihr auch ganz, ganz wenig. Und der hält top. Der hält Big Thunder Mountain aus, der hält Hyperspace Mountain aus. Also die Wimpern halten. Also der Kleber ist wirklich top. Ihr braucht nicht viel. Und es bleibt auch nicht viel Überreste auf den Wimpern kleben von diesem Kleber. Und ja, sonst zieht man die halt ab. Aber ich bin wirklich begeistert von diesen Wimpern und auch von diesem Kleber. Alles unbezahlte Werbung übrigens. Also ich habe mir alles selbst gekauft. So, jetzt zeige ich euch das dritte Outfit, was für Sonntag geplant war. Das war alles herziehen. Oh. Also ich hatte einmal ein Baby-Yoda-Outfit geplant und ein Prinzessinnen-Outfit. Also zwei komplett verschiedene Outfits. Deswegen war ich mir auch unsicher, ob ich dann beide anziehe oder nur eins. Aber das Baby-Yoda-Outfit hätte ich schon gern angezogen. Ja, dann zeige ich euch das auch zuerst. Natürlich wäre auch Baby-Yoda mitgekommen. Der hat auch seinen eigenen Mundschutz hier übrigens. Also Baby-Yoda wäre das erste Mal auf Reisen gewesen im Disneyland Paris. Hat leider nicht so gut funktioniert. Aber irgendwann kommt dein Tag, mein Schatz. Irgendwann darfst du auch mit ins Disneyland. Genau, dazu hätte ich angezogen. Nix. Untenrum hätte ich nichts angezogen. Anna, stimmt. Ich weiß jetzt, was ich machen wollte. Ich wollte den Rock von Freitag, den ich zum Lion King Outfit ansieht, diesen schwarzen Chain-Rock, den wollte ich nochmal am Sonntag recyceln und nochmal zu dem Baby Yoda Outfit anziehen. Jetzt weiß ich es wieder. Also dazu hätte ich dann angezogen und dann war ich mir unsicher, ob ich jetzt dieses weiße T-Shirt anziehe. Zu dem schwarzen Rock. Das habe ich von Primark. Oder, ist natürlich wieder falsch rum, jetzt muss ich es wieder wenden. Ein, das habe ich bei H&M gekauft, aus der Männerabteilung. Das ist halt langärmlich. Ich wusste halt nicht, wie das Wetter wird an dem Sonntag. Das wäre ja... Genau. Also einmal das hier. Star Wars. Und an den Seiten habt ihr Baby Yoda in verschiedenen Positionen. Also das hätte ich... eins von den beiden hätte ich drunter angezogen. Und dann darüber hätte ich angezogen den Spill-Jersey von Baby Yoda, den ich habe. Mit Star Wars The Mandalorian hinten drauf. Dazu die neuen Baby Yoda Ohren, die ich mir bestellt habe von Ears Ever After. Sehr, 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 sehr süß. Und dazu habe ich ja von AliExpress passende Baby Yoda Masken. Und zwar einmal die
Die habe ich übrigens gewaschen. Also ist sehr zu empfehlen, wenn was irgendwas von AliExpress kommt. Und einmal Hidi. Ja, das waren meine zwei Baby-Yoda-Masken. Das nervt mich immer, wenn ich meine Brille anhabe und meine Masken ausziehe. Da fällt die immer halb ab. Genau, das wäre Outfit Nummer 1 gewesen. Dazu dann die Bauchtasche. Eine schwarze Bauchtasche. Sehr dezent. Die hat hier nur so einen kleinen Mickey-Kopf. Und ich hätte dazu wahrscheinlich, das war ich mir noch nicht sicher, hier den Gürtel angezogen. Den Disney-Gürtel in Gold, weil die Schleife ja auch Gold ist. Und die Goofy-Schuhe von Adidas, die ich neu habe. Ist jetzt zwar nicht Baby Yoda, aber da sind halt so viele Farben drin und da ist auch grün drin. Deswegen hätten die auch ganz gut gepasst zum Baby Yoda Outfit und falls ich mich umgezogen hätte, auch zum Prinzessinnen Outfit, was ich euch jetzt zeige. Das ist jetzt nicht so viel. Eine Maske habe ich jetzt auch gerade nicht griffbereit. Muss ich gleich mal gucken. Wären die Ohren gewesen. Die rosa Best Day Ever Ohren. Dazu diesen roséfarbenen Faltenrock und das Prinzessinnen-Zara-T-Shirt, was wieder auf links gedreht ist, weil ich es anprobiert hatte. Genau. Und das T-Shirt. Das Problem bei dem Outfit wäre gewesen, dass es etwas dünn ist und das Wetter sollte ja nicht so gut werden. Das heißt, ich hätte noch ein Jäckchen drüber gezogen. Also wahrscheinlich hätte ich das Prinzessinnen-Outfit nicht angezogen, obwohl ich es auch gerne mal angezogen hätte, wegen dem T-Shirt auch, dass ich mal fotografiert hätte. Aber gut, ist jetzt so. Genau, das waren meine Outfits für die Tage. Ihr könnt hier unten mal kommentieren, welches Outfit euch am besten gefallen hat von den ganzen, die ich euch gerade vorgestellt habe. Und was ich euch dann auch als zum Schluss zeigen möchte, sind meine Snacks, die ich immer mal, also ich nehme immer nicht immer dieselben mit, aber zu 80% habe ich immer dieselben Sachen dabei. Ich habe ja meistens ein Hotel außerhalb, also kein Disney-Hotel. Also eigentlich in 99% habe ich kein Disney-Hotel. Und in 80% der Fälle habe ich auch kein Frühstück. Deswegen nehme ich mir immer alles von zu Hause mit. Im Sommer nehme ich auch oft einen Kühlschrank mit, so einen zum Tragen, den man auch in die Steckdose stecken kann und auch im Auto anschließen kann. Da nehme ich dann immer sowas mit wie Joghurt mit der Ecke, gibt es jetzt mit Protein. Da sind dann halt so Haferflocken drin, richtige Nüsse, getrocknete Früchte. Die esse ich sehr gerne, die Joghurt mit der Ecke Protein als zum Frühstück. Was nehme ich noch mit? Ich habe auch schon mal einen Sandwichmaker mitgenommen mit Toast, Schinken, Käse. Also wirklich, ja, um halt da zu sparen, nehme ich mir sehr, sehr viel von zu Hause mit. Dann, was ich noch gern zum Frühstück mitnehme, ist halt Bananen. Kann man ganz gut mitnehmen, wenn man nur so 2-3 Tage da ist. Dann immer Smoothies trinke ich gerne und kalten Kaffee nehme ich mir meistens mit, weil den kann man halt auch gut unterwegs mal trinken, transportieren. In der Kaffeemaschine habe ich noch nie mitgenommen. Kalter Kaffee reicht. Obwohl es im Winter manchmal so ein warmer Kaffee schon sehr, sehr angenehm wäre, aber es geht auch so. Hauptsache Kaffee. Genau, das nehme ich zum Frühstück mit. Klar kann man auch mal so, habe ich auch mal so Schokobrötchen dabei, Croissants, die man so kaufen kann. Also da, finde ich, kann man schon Geld sparen. Und man spart auch Zeit morgens. Also wenn man noch frühstücken gehen würde im Hotel, sind ja auch viel Zeit in Anspruch. Und ich versuche ja immer gerne um 8 zur Extra Magic Hours da zu sein. Und das ist halt dann immer sehr zeitsparend, wenn man dann unterwegs was essen kann, wenn man im Park läuft oder so. Gut, mit Maske ist jetzt schlecht. Dann schiebt man sich das so unter die Maske. Ansonsten kann man sich auch mal kurz hinsetzen oder so. Aber früher habe ich das immer so on the go in mich reingeschoben. Und dann, was ich auch immer noch dabei habe, sind Würstchen. Ich liebe die Pausenstange. Die gibt es im Lidl, im Aldi, Globus, keine Ahnung, in allen Supermärkten, glaube ich, gibt es die. Und die liebe ich zum Essen. Ich liebe die zu snacken. Deswegen habe ich immer eine Packung pro Tag eigentlich dabei. Dann habe ich auch immer so Cracker dabei, immer verschiedene. Ich habe jetzt die letztens ausprobiert in Kräuter. Die waren sehr lecker, Paprika habe ich noch nicht probiert. Dann gibt es auch noch von Leibniz, glaube ich, heißen die. Also die auch so Laugengebäck machen. Gibt es noch so Pausensnack, heißen die. Das sind so Vollkorncracker, dann sind so Leinsamen drauf und so. Die sind auch richtig, richtig gut.
sehr zu empfehlen. Oder was ich auch noch gerne kaufe, das habe ich jetzt aber beides nicht hier, sind bei DM so Laugenkugeln. Die sind aus Reismehl gemacht, also die sind auch glutenfrei und vegan, falls es jemand braucht. Aber die sind sehr, sehr, sehr lecker. Die sind also wirklich so Laugenkügelchen mit Salz drin und die crunchen so, also hat man sehr viel zu kauen. Die mag ich auch sehr gerne, aber die gibt es nicht in jedem DM. Ich weiß, es ist hier bei mir um die Ecke in dem DM, gibt es die, aber in Koblenz zum Beispiel gibt es die nicht. Aber das ist stellvertretend für meine Snacks. Chips, muss ich sagen, sind die Packungen immer sehr groß, weil da sehr viel Luft drin ist. Nehmen sehr viel Platz weg. Aber Chips würden auch gehen. Dann habe ich hier so Vasa Knäckebrot. Knäckebrot-Cracker. Keine Ahnung. Das ist halt jetzt mit Rosmarin und Salz. Kann man auch ganz gut, finde ich, mal zwischendurch mal so snacken lassen. Die sind auch einzeln abgepackt. Dann hier so Bio-Fruchtmus habe ich auch mal ganz gerne dabei. Nachmittags muss man ein paar Vitamine zu sich nehmen. Man kann auch Äpfel mitnehmen, also frische Äpfel. Dann natürlich im Hochsommer jetzt nicht so geeignet, aber hier so Pick-up, Knoppers, mal was Süßes als Snack mit Schokolade. Die übrigens, das sind die neuen Pick-up mit Haselnussfüllung drin. Die ist flüssig. Auch richtig, richtig lecker. Sehr zu empfehlen. Und was ich auch nochmal gerne dabei habe, ich bin kein Kaugummi-Mensch, so hier auf meine Nase, aber ich liebe Mentos. Ich habe immer eine Packung Mentos dabei. Da kann ich immer 4, 5 hintereinander irgendwie essen. Und ja, ich finde auch da, also wenn man mal ein bisschen, kann man dazu sagen, einen schlechten, also einen Mundgeruch hat. Also ich finde, manchmal hat man so eine Zeit im Tag, wo man denkt, boah, jetzt hast du aber, schmeckt es aber scheiße bei dir im Mund. Deswegen dann esse ich gerne einen Mentos und dann fühlt man sich, finde ich, auch ein bisschen frischer. Ja, das war jetzt so stellvertretend, was ich sonst dabei habe. Sonst habe ich auch mal gerne Capri-Sonne dabei als zum Trinken, weil da kein Pfand drauf ist und man da das Packung halt dann wegschmeißen kann. Ich bin ja so ein... Ich schmeiße ja ungern Pfand weg. Es sind zwar nur 25 Cent, aber ich bin dann so ein Mensch, ich sammle die dann und nehme die einfach wieder mit nach Hause, weil es einfach weggeschmissenes Geld ist. Was ich noch zu trinken mitnehme, ist halt Wasser natürlich, aber in kleinen Flaschen. Also ich nehme ungern so 1,5 Flaschen mit, sondern eher so kleinere. Apfelschorle nehme ich auch gerne mal mit, einen Eistee, eine Cola, weil ich manchmal auch so Bedürfnis habe, was Süßes zu trinken. Ja, dann haben wir mal meinen Koffer gepackt, ne? Nee, ich hab jetzt einfach nur alles reingeschmissen. Ja, so packe ich nicht meinen Koffer, wenn ich irgendwo hinfahre. Aber da ich jetzt eh nochmal alles anziehen werde für euch, und das doch, also ihr habt es ja dann eh schon gesehen, genau, dachte ich jetzt, brauche ich es nicht ordentlich einzupacken. Das war mein etwas chaotischer Pack-Vlog Disneyland Paris, wo ich leider nicht hinfahre. Vielleicht der nächste Pack-Vlog, den ich dann mache. Erstmal könnt ihr mir auch schreiben, ob euch das generell in Zukunft weiter interessiert, wenn ich ins Disneyland fahre, dass ich... Was hat denn jetzt die Kamera? Dass ich weiter so Videos mache, bevor ich ins Disneyland fahre, dass ich einfach euch meine Sachen zeige, die ich einpacke. Könnt ihr gerne unten kommentieren. Ansonsten lasst mir auch gerne ein Like da, ein Abonnement. Und dann sehen wir uns die Tage wieder. Nicht aus dem Disneyland wahrscheinlich, aber irgendwo anders her. aber ja, ihr seht mich auf jeden Fall auf YouTube, egal wo. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, meine Lieben.